Ja, das sollte jetzt die zweite Folge sein, wenn alles klappt. Und wir werden jetzt erstmal Spiegel gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte auf jeden Fall mit Ganovelsdorf dann halt Bündnis eingehen. Das heißt, ja, das wird später kommen. Erstmal gehen wir nach oben und wollen uns aufbrezeln, wie gehabt. Wo ist denn der Spieler hier? Und ihre Stimme macht natürlich auch wieder Stimmen hier. Ja, jetzt mache ich wieder Stimmen. Wie immer. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Die spricht natürlich sehr, wie man sich so gehört. Sie hat auch so ein Messer dabei. Sie ist ein bisschen gefallen. Also, ich denke mal an Azula, die so ein bisschen so spricht. Etwas. Was war das denn? Da ein Geistergestalt. Was ist da los? Ausgezeichnet. Jetzt bin ich ein bisschen konzentrierter. Wenn ich konzentriert bleibe, kann die Situation, in die ich gerate, besser meistern. Und wo ich gerade davon rede, ich muss Meisterkonstrukteur Jared, von der Baugilde suchen. Eine starke Säule der Gemeinde, um ein Gespräch über die Zukunft von Amalur zu führen. Natürlich finden wir auch überall in den Namen kleine Referenzen oder typische Klischees. So. Auch schön der Krach hier. Und ja, hier sehen wir schon gleich, darf ich vorstellen, die müssen wir eigentlich gleich kennenlernen, nämlich die Unterspion May, das eigentlich ihre Leibwächterin war. Und wir sehen schon, Azula und May. Wer könnte sich wohl da und da verbirgen? Natürlich ist es auch an May aus Avatar angelegt, die ja auch Assassin war. Und ist, ich liebe Avatar und deshalb dachte ich mir, komm, ich werde erstmal mich mit Azula anfreunden. Also, die müssen erstmal beste Freunde werden. Das ist das erste oberste Gebot. Ich meine, guck sie dir an, ne? Also, sie hat auch diese Piratenklamotten noch an, ne? Sie hat ja dieses. Ne, also, man soll so ein bisschen schon sehen, okay, das sind jetzt nicht typische Adlige. Na, Asuna, alles klar. Ey, ich finde die Klamotten so gut gelungen. Die sehen so cool und so. Wirklich, es hat einfach diesen Stil. Ich liebe das Sims-Mittelalter aus diesen Gründen, weil die einfach auch so ein bisschen ästhetischer aussehen. Ne? Die sehen halt auch mittelalterlich auch die Frisuren und einfach alles. Ich finde es einfach. Ich liebe Details, darum auch sowas hier, ne? Und sie, ja, sie ist übrigens auch da, das darf man nicht vergessen. Sie ist ritterlich, ne? Also sie ist schon robust natürlich, ne, also, und aber blutrünstig. Dein Sim wird schneller in Kämpfe verwickelt als andere. Dein Sim hat nach einem Kampf immer bessere Laune. Ja, sie ist, das sind ja so Eigenschaften. Dein Sim ist gleich viel besser Laune, wenn er draußen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sim draußen seltene Kräuter und Erze findet, ist größer als bei anderen. Ne? In einer Beziehung stehen dein Sim mit dem Partner nur romantische Interaktionen zur Verfügung. Findet sich dein Sim in keiner Beziehung, sind seine romantischen Annäherung häufig von Erfolg gekrönt. So, wir reden mal ein bisschen. Und beziehungsmäßigerweise werde ich natürlich, die kennen sich natürlich schon, das heißt, wir werden ja schon ein bisschen nachhelfen, ne? Blartifem. So, die kennen sich schon seit Jahren. Ilbansa, Mordatuschka. Nicht nachahmen. Das mag sie nicht. Wir umarmen sie mal freundschaftlich. Und dann werden wir mit Meisterkonsole Jared. Wo ist denn Jared? Jared, da oben ist er. Über Schloss unterhalten. Wir haben gerade angefangen, ne? Das Schloss ist gerade am Aufbau. Ich habe noch nicht einmal gespielt. Jesa. Leider gibt es hier keine diese Sprechblasen. So. Ach, guck mal, da kommen sie alle. Ich finde auch schön, dass die immer alle gleich aussehen, aber halt andere Namen kriegen. Und guck mal, jetzt kommen die Ritter der Stadtwache. Ne, die kennt man ja, das ist der Wache Helge Schneider, Wache Brunhilde. Ich finde das schon toll. Ja. Schön, immer wieder. Okay, ich muss jetzt mal los, ne? So, die müssen Freunde sein, die kennen sich. So, also, wie sieht es jetzt aus hier? Wie wird das Königreich gestaltet werden? Wir haben ja schon alles geschaffen, nicht? Im Thronsaal ist alles fertig, meine Dame. Für das nächste Gebäude im Königreich brauchen wir mehr Ressourcen, Holz, Steine und anderes Material, nicht? Ach, muss ich das noch selber raus, oder was?
Hin und wieder mache ich mir für die Verbesserung meines Königreichs auch gern mal die Hände schmutzig. Ich muss mich in den Wald begeben, um das benötigte Holz zu sammeln. Ich meine, ich habe in meiner Piratenlaufbahn viel mehr durch Dreck gewühlt als jetzt. Und ich werde es jederzeit wieder tun. Das muss ich dazu stimmt, ja, sie ist ja. Sie mag das ja. Miau. Miau. Und wir machen natürlich trotzdem den hier, ne? Ganz klar, weil es sonst so ewig dauert. Oh, Schimmer. So. Nach einem kurzen Zeitsprung. Da bin ich. Ah, der Wald. Hier erwarten mich viele Abenteuer. Ja, wir kennen das natürlich alle schon. Wir werden natürlich erstmal ein bisschen entdecken. Das sind so die Anfänge, aber ich finde jetzt so als Piratenqueen noch ein bisschen besser. Wir beobachten sie mal. Dass man noch ein bisschen sieht, wie das Salon läuft. Wildblumen, ich weiß gar nicht, für was das sind. Ne. Auf jeden Fall soll sie, ist ja halt gern draußen, sammelt Kräuter, Blütenblumen, prügelt sich gerne mit Leuten, trinkt gerne was. Sie ist halt. Ja, das, wie gesagt. Wir haben noch keinen Zauberer. Oh. Es ist die Waldräuberin Iona. Hey, wie können wir dich anwerben? Ah, da kommt ein Opfer zu Besuch in meinen Wald. Gib mir lieber dein Geld, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ein Bandit wagt es, die Königin der Piraten, die Königin zu bedrohen. Mein treues Schwert wird der Gerechtigkeit zuführen, du olle Mistgurke. Warte, können wir jetzt einfach mal. Ich möchte jetzt töten. Kampf. Nicht Faustkampf. Schwert schärfen. Warte, ich schärfe mein Schwert kurz. So, seht ihr es an. Das ist gleich. Da steht dein Name drauf. Hätte ich jetzt so Feuer, Alter, dann würde ich dich verbrennen. Ja, also, wäre es jetzt wirklich Azula, dann will es aber jetzt mal knaggeln. Ich komme ja schon. So. Sperren zum Duell herausfordern. So, jetzt zeig mal, was du drauf hast, du Mistgurke. Hier! Möge der Bessere gewinnen. Wie du willst, du olle Maus. Du glaubst, du kannst mich hier schlagen? Hoi! Direkt! Tot. Das war schlecht. Du brauchst mehr Konzentration, meine Liebe. Und nochmal. Tja. Over. So macht man das. Sie hat noch keine Scheibenkleister. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich habe keine. Okay, sieht gut aus. Los. Oh. Gib lieber auf. Azula hat gewonnen. Bitches. Bin der Pirat. Triumph. Banditen konnten zu einem echten Problem in Amalur werden. Doch ein Ritter oder Spion. Also ich habe es natürlich geschafft, Frieden zu sammeln. So. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Na, das wollen wir mal sehen. Ja, Sula Stimme, ne? Muss einmal die Stimme. Also sie soll so ein bisschen arrogant klingen, aber auch so ein bisschen. Ich bin seriös. Diese Piraten können. Ich zeig schon, wo der Hammer hängt. So ein bisschen so in dieser Richtung. So ein bisschen leicht ironisch, leicht. Wieso kannst du das nicht entdecken? Währenddessen im Thronsaal. Schauen wir mal nach, was hier so los ist mittlerweile. Ne, die Leute kommen dann zusammen, sehen die Piraten in. Sie macht ihr Freunde, die gute. Guck mal, hier wird schon dieses natürlich, wird gleich hier gewürfelt. Und hier ist die Stadtwache, die natürlich der Wache steht. Edith. Arme. Wie kommt eine Arme ins Schloss? Ah. Im Wald erwarten einen immer Abenteuer. Das Holz war gesammelt und das Königreich wurde schon bald davon reich werden. Von Holz eher nicht, aber was soll, ne? So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jo, der Dach. Ja, komm mal wieder raus.
Müssen auch ein bisschen mit dem Jagen gehen, zum Beispiel, könnte ich mit ihr machen, dass man dann auch mal jagen geht, wenn ihre Sachen besser sind. Wie ist Holz eigentlich perfekt für das nächste Bauvorhaben des Königreichs? Doch, dazu wäre auch Steine nötig. Im Friedhof forschen, genau, das wissen wir. Das kennen wir ja alles noch, das werde ich auch mal ein bisschen, ne? Geht dann darum, erstmal so ein bisschen alles vorzustellen. Da sterben sie schon wieder. Ah, meine Dame, kann ich dich kurz mal sprechen? Was ist denn jetzt los? Glaube, die sterben hier. Wir brauchen mal Hilfe hier. Es geht da so nicht weiter. Nun ja, meine Dame, ich hatte mich nur gefragt, ob du es vielleicht in Betracht ziehst, in diesem Königreich eine Kirche zu bauen. Es erscheint mir unfeierlich, Sims ohne die gebräuchlichen Riten eines jakobianischen oder pätrischen Priesters zu beerdigen. Danke, meine Dame. Schwachsinn. Kirchen. Ein interessanter Vorschlag. Bei der Wahl, was ich als nächstes bauen möchte, gibt es viel zu beachten. In diesem Sinne, wir brauchen Steine. Quatsch, Kathedrale. Wer braucht sowas? Wie gesagt, sie ist überhaupt nicht Kirche und all das Glauben, sagt sie, geht doch zum Teufel. Nicht einmal glaubt sie dran. Mal gucken, ob wir da jemanden sehen. Ist sie. Ja! Darf ich vorstellen, hier sehen wir sie in voller Pracht. Es ist Lady Kira. Vom Aussehen her, und wir reden ja wieder von Avatar kennen, könnte man vielleicht so ein bisschen drauf kommen, wen ich da genommen habe. Ich meine, sie ist die Ritterin, ne? Sie ist mächtig und, ne, vom. Ich muss dazu sagen, ich habe es nur genommen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Es geht natürlich, es handelt sich natürlich um Avatar Koa. Und ich glaube, sie heißt Kurvia oder irgendwie sowas. Sie ist auf jeden Fall die Imperatorin des Erdkönigreichs. Also sie wird ein bisschen diktatorisch. Und jedenfalls ist das so ein bisschen daran inspiriert. Während des Gangs durch das endlose Tunnel sammelt Azula Steine. Sie stieg sie einen steifen. Blablabla. Wir öffnen sie. Truhe. Ja. Das dürften genug Steine für die Konstrukteure sein. Ich sollte noch beim Dorfladen vorbeischauen, ne? Da ich wohl auch Material benötige. Mit den Stimmen, wie gesagt, man muss da ein bisschen immer. Es ist gerade meine erste Folge am Dorfladen. Also jetzt nicht hier, sondern. Oh, wenn das sein muss. Wer nervt, der fliegt. So, wen haben wir hier so? Scott, der Trabadeur, jawohl, lass mich mal sehen, du Legionabalo. Nicht können wir kaufen. Ich könnte doch, ich könnte ein bisschen, ein Säbel. Kaninchenfleisch, drei, zwei Bärenfleisch, zwei Wasser vom Brunnen, Trauben, Wild, Ehring. Ein bisschen hier Gemüse kaufen. Wanderfalke bei Fuß. Natürlich haben wir jetzt einen Papagei. Stahlschwert, Kohl. Salz. So viele Sachen, die man braucht. Honig. Schwache Heilsalbe, wichtig. Gewürze, wichtig. Ei, wichtig. Rübe, wichtig. Sie und sehr, sehr wichtig. Die Königin, hallo? Azurit, immer wichtig. Karte, bestimmt wichtig. Fürsten, immer wichtig. Harze, immer wichtig. Karte, Pilz, immer wichtig. Egel, immer wichtig. Schwaches Heil. Wir haben müssen ja Elektroben, keine Ahnung. Große Schaufel, immer dabei. Forelle, Lachs, Steier, Gerste, mäßiger Halbfall, Weizen, du. Frag mich nicht, warum ich jetzt alles einstecke, was geht. Man weiß es nicht. Ich gehe einmal einkaufen und kaufe jetzt alles, was es gibt. So.
Okay. Da haben wir ihn übrigens immer in seiner vollen Pracht. Das ist der gute Scott. Ne? Auch von der ehemaligen Crew sieht man, der ist der Älteste gewesen. Und sieht auch richtig aus wie so ein Pirat. Ne? Also man erkennt schon die Crewmitglieder sehr gut. Da müsste auch irgendwo Pete sein. Hey Pete, alle klar oder was? Ja, der hat so ein bisschen, ne? Der ist so ein bisschen Schwucker-Typ, ne, jetzt geworden. Aber auf jeden Fall kann man auch denken, der Pete ist auf jeden Fall ein guter Mensch. Seebären, ja, siehst du? Da kommen schon die ganzen. Im Dorfland gibt es viele. Ja, ich bin nicht doof. Königin! Königin! Hilfe, bitte! Hilfe, Hilfe! Sicherheit, Hilfe! Da ist ein Mann auf dem Stadtplatz. Er hat mich in den Dreck geschubst. Was? Und beschimpft. In Amalur darf sowas nicht vorkommen. Das muss ja sein. Ich dulde keine Tyrannei in Amalur. Eine Weile an Panga wird diesen Typen Tyrannen leer nachzudenken verhandelt. Das nächste Mal werde ich ihn gleich töten. Das ist ja... Da ist dieser... Einer Frau etwas anzutun. Hinfort mit ihm in den Pranger. Oder ich tue es selbst. Auf zu weinen, du Lammerjappen. Was? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Sack. Ach, es ist schön, Königin zu sein. Allerdings geht es jeden dieser Probleme anders an. Ich wüsste gerne, wie ein Zauberer oder Arzt mit diesem Tyrannen umgegangen. Ein Arzt hätte ihn wahrscheinlich die Kehle aufgeschlitzt. So wie ich. Hm. Kann wohl froh sein, dass ich nicht mehr Piraten bin. Sonst hätte ich ihn nämlich so noch Schlimmeres angetan. Einer Frau an sowas anzutun. Es wird Zeit, dass sich hier was ändert. Ja, denn sie ist natürlich auch, erstens, bevor man es fragt, sie ist natürlich lesbisch. Das heißt, sie ist aber auch Feministin, aber auch richtig badass Queen as hell. So, verstehst du? Sie ist das, was sie da werden möchte. Und ich wollte immer so an der Stelle, das heißt, sie zeigt, sie wird wirklich so ein bisschen die Frauen hier an die Spitze führen. Ich meine, ihre, einer Front, eine Spionin und Ritterin ist eine Frau. Und ihre Dienerin wird jetzt auch eine Frau. Perfekt. Jetzt werde ich den Tyrannen demütigen. In Zukunft soll er es dreimal überlegen, ob er eine Frau tyrannisiert. Männern wäre mir egal gewesen, aber Frauen, das geht nicht. Alter! Reg dich ab oder ich schlitz dich auf. Da ist ja auch was gewählt, wa? In die Fresse! Eier! Ah, es ist doch schön, Königin zu sein. Der sieht auch ein bisschen aus. Hallo, ich bin der Verkündete. Meine Dame, danke, dass du auf meine Flehen um Hilfe regiert hast. Für deine große Güte verspreche ich dir ab heute, deine ergebene Dienerin zu sein. Ich erwarte ihm Thron auf dich. Und dass sie eine weibliche Dienerin hat, das ist doch Schicksal. So, komm, wir lassen ihn frei. Nee, wir lassen ihn da vergammeln. Bist du besoffen? Nee, der hat gerade gefurzt. Ich möchte Faustkampf. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ey, du Blöde. Ich zeig dir, was ich kann. Ich bin König. Alter, in die Fresse. Schau mal nur, Blitzer, Zacke, yo. Sag mal, roll. So. Ich meine, er furzt der Königin ins Gesicht. Dafür muss er bestraft werden. So ein Töbe. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Es war gerechtfertigt. Sagen wir, was es ist. Und dass sie gewonnen hat, zeigt doch einfach mal, dass sie badass ist. Und ich würde sagen, das wird es gewesen sein für die zweite Folge. Erstmal zwei Folgen. Ich werde jetzt noch ein bisschen selber weiterspielen. Den Rest kennen wir ja schon. Das heißt, ich werde jetzt diese Mission beenden hier. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge zu dem Piratenauftakt da. Also ich werde so ein bisschen praktisch aufgeben, die ein paar Missionen spielen, dass die ganzen Leute sich ein bisschen kennenlernen. Und dann geht das los. Das ist mein Ziel. Also, ich bedanke mich und willkommen zum Aufstieg der Piratenkönigin. Jo!